Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zum heutigen Lern Digital Impuls aus dem Bereich Musik. Mein Name ist Tilman Eller und ich bin Knowledge Broker für das Fach Musik, passenderweise in der Transferstelle des Kompetenzverbundes. Und auch nochmal einen herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Forum Bildung und Digitalisierung, die diese Veranstaltung, die Reihe der Impulse auch, ja, hauptamtlich organisieren. Herzlichen Dank für diese Organisation. Bevor wir loslegen und ich das Wort übergebe, zwei technische Hinweise und einen Satz zum Kompetenzverbund. Zum einen, alle haben schon bemerkt, beim Betreten des Raumes, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wenn man in dieser Aufzeichnung nicht zu sehen und zu hören sein will und trotzdem eine Frage hat, freuen wir uns einfach, wenn ihr oder sie die Frage in den Chat posten und ich würde die dann am Ende der, also in der zweiten Hälfte der Veranstaltung vorlesen und für sie stellvertretend fragen. Dann vermeidet man das, dass man in der Aufnahme landet. Und ansonsten können Sie oder ihr euch nach dem Vortrag einfach per Handzeichen melden und dann selber mit der Frage, ja. Ahnung, um Rat fragen, richtig. Ansonsten bitte die Audio-Channels stumm schalten während des Vortrages und alle kennen den Kompetenzverbund, deswegen sage ich jetzt nur einen Satz. Unser Fokus liegt ja auf der Ausgestaltung eines Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis und auch diese Veranstaltung soll dazu beitragen und die einzelnen Teilprojekte sind ja damit beschäftigt, evidenzbasierte Fort- und Weiterbildung zu konzipieren im Sinne einer Kultur der Digitalität. Und genau dafür haben wir heute dann ein Beispiel, was uns unser Gast und Experte Arne Wachtmann so mitgebracht hat und vorstellen wird. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musik in der Uni Oldenburg. Und vor seiner Arbeit im musikpädagogischen Projektverbund DigiPro, den erklärt er gleich selber noch, auch das Akronym, war als Tontechniker und Medienkulturwissenschaftler und als Dozent für Medienmusikpraxis tätig und bringt diese sehr breite fachliche Expertise eben in die Gestaltung von diversitätssensiblen Fortbildungsformaten ein. Herzlich willkommen, Arne, und vielen Dank für deinen Impuls. Und dann würde ich an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Ich bin gut zu verstehen. Ansonsten gerne auch in den Chat schreiben oder wie auch immer. Dann kriegen wir das bestimmt hin. Ja, das Projekt DidiPro, dieses Akronym, in dem wir in diesem Riesenverbund Lern Digital irgendwie mit untergekommen sind. Ich kann einmal, ne, so, im richtigen Fenster klicken, dann funktioniert das auch. Dieses Akronym steht für Digitalität, Diversität und Producing. Und es hat so einen Untertitel: Praktiken populärer Musik in Schule und Weiterbildung. Und das sind fünf Teilprojekte an drei Standorten: Lüneburg, Münster und Oldenburg. Und es geht eben genau darum, diversitätssensible Fort- und Weiterbildung für Musiklehrkräfte mit schwerpunktmäßiger Berücksichtigung des digitalen Musikproducings zu entwickeln. Und mein Teilprojekt ist das Teilprojekt Tutorials. Das heißt, Sarah Hartjovirogo und ich, wir produzieren einerseits Tutorial-Lernvideos als Material, das im Unterricht eingesetzt werden kann. Es geht aber auch um die Produktion von Tutorials als Gegenstand im Unterricht. Also im Unterricht mit den SchülerInnen dann solche Lernvideos zu produzieren, um eben das als ja, Methode im Musikunterricht einzusetzen. Und alles hat irgendwie mit diesem Producing-Begriff zu tun. Und genau bevor ich ein Beispiel einer App etc. mal zeigen will am Ende, nur zwei kurze Fragen, die sicherlich bei diesen die Namen vielleicht aufkommen könnten. Eine Frage ist, warum Producing im Musikunterricht? Und die andere ist, warum diversitätssensibel? Und ich habe hier zwei Fotos von die sozusagen eine bestimmte musikalische Praxis abbilden. Das links ist Wonder Girl, sehr erfolgreiche Hip-Hop-Produzentin. Das andere Phineas O'Connell und Billie Eilish, das Geschwisterpaar, die diesen Begriff des Bedroom Producings nochmal sehr viel bekannter gemacht haben, sicherlich. Und diese Setup, was wir dort sehen, also ich habe ein Laptop, ich habe vielleicht ein Interface, ich habe vielleicht ein paar Lautsprecher, vielleicht noch einen Controller, aber das war's. Und mit diesem Setup Musik zu produzieren, Musik zu erzeugen, Musik zu machen. Und zwar im eigenen Schlafzimmer oder halt in jedem Raum, der mir irgendwie zur Verfügung steht. Das ist eine musikalische Praxis, die unserer Meinung nach zumindest im deutschsprachigen Raum, im Musikunterricht wenig abgebildet wird.
englischsprachigen Raum sieht es ein bisschen anders aus. Und Marc Godau hatte hier in diesem Format, das Video kann man sich sehr schön nochmal angucken, von einer postperformativen Praxis gesprochen. Er vergleicht da das Live-Paradigma versus das Recording-Paradigma bei TikTok, also das Live-Paradigma der Musikpädagogik, Klassenmusizieren, im Chor singen, etc. Versus das Recording-Paradigma bei TikTok. Ich würde es jetzt erweitern, sagen, das Recording-Paradigma der populären Musik. Nicht alle, aber ein Großteil der populären Musik existiert erst einmal nur in der Aufnahme, die dann später auch auf eine Bühne gebracht werden kann, interpretiert werden kann, etc. Aber erst einmal entsteht die Musik im Moment des Erstellens auf einem Laptop, in einem digitalen Endgerät, wie auch immer. Und diese beiden Paradigma, oder man könnte sie auch dann als musikalische Praxen beschreiben, unterscheiden sich meiner Meinung nach. Zum Beispiel dieses Live-Paradigma ist es häufig auch ein Nachspiel-Paradigma. Ich lerne bestimmte Stücke auf meinem Instrument zu spielen. Ich habe noch nie versucht, in der DAW einen anderen Song nachzubauen. Wäre sicherlich vielleicht auch hilfreich, aber das ist für wenige, glaube ich, der Zugang, zu sagen, ich nehme mir jetzt so ein digitales Instrument und baue damit etwas nach oder spiele damit einen Song nach. Ich kann einen Song covern, anders interpretieren und so weiter. Das finden wir relativ häufig, aber wirklich dieses erst einmal nachspielen, bevor ich eigene Musik machen kann. Das haben wir in diesem Recording-Paradigma nicht so stark, auf jeden Fall. Also es geht immer um Tendenzen, ne? Es ist nicht dichotom, sondern es geht um bestimmte Ausgestaltung. Und obwohl diese Praxen auch in den Curricula, in den Kerncurricula eigentlich vertreten sind, sie sehr gut zu den Digitalstrategien der Kultusministerkonferenz und so weiter passen, finden wir sie auch empirisch relativ wenig im Musikunterricht. Aber wir glauben, dass sie eine sinnvolle Erweiterung sind. Denn diese Formen des Musikmachens können wir als Teil so einer Idee der kulturellen Bildung und der sogenannten Technical Fluency, finde ich einen schöneren Begriff als Medienkompetenz, aber das ist eine ganz andere Diskussion um diese Begriffe. Es geht um Umgang mit Technologie, es geht aber auch um einen künstlerisch-ästhetischen Prozess, der erfahrbar ist, das selber Musik zu machen. Und dafür gibt es unendlich viele Zugänge. Und wir glauben aber, dass dieser Zugang des digitalen Producings über dieses experimentelle Gestalten und Umgang von Sound eine Form sein kann, die sehr fruchtbar ist oder vor allem die auch andere Zugänge halt öffnet. Es geht darum, möglichst viele Zugänge zum Musikmachen gleichzeitig parallel zu haben. Das vielleicht erstmal nur ganz kurz zu diesem Producing-Begriff. Warum wollen wir das Ganze jetzt auch noch diversitätssensibel machen? Ich habe eben gesagt, dass er neue Zugänge liefern kann. Also Producing liefert neue Zugänge zum Musikmachen, kann dadurch Menschen Zugänge zum Musikmachen eröffnen, die bislang nicht hatten. Allerdings wirken natürlich auch in dieser kulturellen Praxis Ausschlussmechanismen. Also Mechanismen, die es Menschen erschweren, daran teilzuhaben, sich damit zu beschäftigen, Sachen zu lernen. Und die finden wir auf allen möglichen Ebenen. Wenn wir die Dimensionen der Cultural Studies hier, Gender, Class, Race einmal nehmen, finden wir die auf allen Dimensionen. Ich spreche jetzt vermehrt erstmal über den Gender-Aspekt. Wenn wir uns Statistik angucken, sehen wir, dass Frauen im Producing nur einen sehr geringen Anteil vertreten sind. Also wenn wir uns die Musikindustrie angucken, wer arbeitet im Studio, wer arbeitet als Produzentin, das sind hauptsächlich Männer. Und zusätzlich in der Studie von Brooks und anderen finden wir auch, dass in diesem Arbeitsumfeld des Recording Studio Workplace statistisch übermäßig Starkes zu sogenannten Mikroaggressionen gegen Frauen kommt, also weitere Ausschlussmechanismen. Und die haben das verglichen mit anderen STEM-Berufen, also anderen Berufen in Naturwissenschaft, Technologie und Mathematik, und haben dort ein für Frauen eindeutig abwertendes Arbeitsumfeld dann gefunden. Und auch, um jetzt zu meinem Teilprojekt ein bisschen stärker zu kommen, auch in Tutorials sieht man diese Schieflage.
Wenn man bei YouTube nach Tutorial zu Producing sucht, dann findet man dort hauptsächlich den weißen cis-männlich gelesenen Tech-Nerd vor seinen Musical Toys for Boys. Genau das Bild, was gerade mein Videobild ist, ist Stereotyp für genau diese Tutorials. Und das ist eben etwas, was ausschließt, weil wenn ich nicht repräsentiert bin in dieser Masse und wenn alle Vorschaubilder, fast alle Vorschaubilder genauso aussehen, dann bin ich nicht repräsentiert, dann ist das für mich nicht zugänglich. Und das ist einerseits dieses Narrativ des Tech-Nerds, des männlichen Tech-Nerds, andererseits reproduziert das auch gleichzeitig immer wieder dieses Narrativ der tendenziell technisch inkompetenten Frau. Und genau das ist der Punkt, wo wir auch ansetzen wollen. Und nur um das Problem noch ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich einen Videoausschnitt mitgebracht aus einem Video von Ben Jordan, einem YouTuber, der ein Video gemacht hat zu Why are there so little female producers? Und da berichten drei Produzentinnen von ihren Erfahrungen. Ich glaube, das können wir uns einmal kurz anschauen. I had just started getting into like engineering and would like ask questions about the mic and whatever. And I would just have like these really curt, rude responses from these like old, washed up, like I used to work at Capitol Records back in the 80s and, watch me drink at noon kind of guys. If you're a guy and you want to get into recording, your buddy's like, oh yeah, dude, come over to my house. Like, I'll show you how to record. And when I was trying to learn recording, everybody was like, oh, yeah, sorry, it's really complicated. And I kept being like, well, what the fuck? You know how to do it and you're stupid. Like, show me how to do it. You know what I mean? Like, it was so frustrating. Everybody should be able to ask questions and be able to learn in their field from people who know more than them. It's not a weakness to admit that you don't know something. But I have the fear of if I ask a question about this, somebody's gonna make an assumption like, oh, yeah, this chick doesn't know what she's talking about, you know? I get the assumption that I'm not there to play, like I'm there to see somebody else play, or I don't know how to set up my rig. It just becomes my responsibility to counteract that as much as I can from the very first second that I walk into a place. And that takes a lot of energy. Oh, ziemlich eindrückliche Beschreibung dieser Ausschlussmechanismen, die jetzt zum Beispiel Frauen in diesem Bereich dann treffen. Natürlich geht es nicht nur um Gender, es, wie gesagt, es gibt Klassenunterschiede, genauso um Körperbilder und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch noch besonders so Intersektionalität, also die Kombination dieser Differenzebenen, die soziale Ungleichheit produzieren und damit Leuten, Menschen einen Zugang zu bestimmten Praktiken, verwehren, wie zum Beispiel einer bestimmten musikalischen Praxis. Wir glauben aber tatsächlich, wenn wir jetzt eben genau diese beiden Punkte zusammendenken, dass eben die Beschäftigung mit Producing im Musikunterricht diese Zugangsbarrieren abbauen kann. Zum Beispiel über bestimmte Zugänge. Wenn ich zum Beispiel nicht, also das Zentrum ist häufig die Klaviatur in ganz vielen Programmen. Okay, aber ich kann die Klaviatur auch durch eine Pad-Matrix ersetzen. Also einfach nur Reihen von Knöpfen, die erst einmal keine musikalische Struktur vorgeben, etc. Und die andere Zugänge eröffnet als eine Klaviatur. Es geht hier nicht um besser, schlechter, es geht um Vielfalt. Ja? Und genau solche Möglichkeiten wollen wir eben dann aufzeigen und dazu produzieren wir jetzt Tutorials. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in meiner Rolle hier die vor diesem Hintergrund genauso erzählen würde, dann hätten wir genau die Tutorials, die wir eh schon alle haben. Problematisch. Deswegen haben wir uns entschieden, unter anderem mit einem Avatar zu arbeiten. Hallo. Hallo, heute schauen wir uns die App Koala Sampler an. Also das ist jetzt ein Beispiel, wie man gerade auch für dann jüngere Klassen dann sicherlich das ansprechbar machen kann. Diese Figur oder dieser Avatar führt halt dann durch diese Software und erklärt Hintergründe und so weiter und so fort. Und diese Tutorials, die wir produzieren, die werden in dann so Online-Kurse eingebaut, die für halt den LehrerInnen zur Verfügung stehen. Und leider, ich hätte gerne jetzt direkt den Link rausgehauen. Der erste wird wahrscheinlich erst nächste Woche in Open Music Academy online gehen. Aber ich möchte gerne anbieten, dass alle, die sich dafür interessieren, mir gerne ihre E-Mail schicken oder das können wir bestimmt auch hier über die Transferstelle sonst organisieren, dass ich dann, sobald das nächste Woche oder übernächste Woche diese Kurse online, der erste Kurs online stehen, den gerne auch verteilen kann für alle, die sich dafür interessieren. Das sind halt Kurse für LehrerInnen, die halt dann so Stundenvorschläge machen zu einer
App jetzt erstmal und das ist Beatmaking in Koala Sampler. Und genau da wollen wir jetzt nochmal kurz reinschauen in diese App. Ich stoppe mal diese Freigabe und gebe jetzt einmal kurz das iPad frei mit Ton, ja bitte. So, das sollten jetzt hoffentlich alle sehen können. Sehr schön. Das ist die Oberfläche von Koala Sampler, eine App fürs iPad, die kostet 3,99 €. Es gibt noch so Add-ons da drin, aber die ich sehr gerne einsetze, genau dafür. Und sie sagt uns eigentlich auch genau das, machen wir Press and Hold a Red Pad to Record. Und auf diese Pads kann ich jetzt Sounds aufnehmen. Ich mach das mal, ich halte das mal. Ich schnipse einmal und jetzt habe ich das aufgenommen. Und kann das abspielen. Und ich kann auch das editieren. Ich kann dann zum Beispiel das abschneiden hier und kann dann diesen Sound abspielen. Ich kann die Lautstärke verändern. Okay, ich kann die Tonhöhe verändern. Ich kann es im Panorama verteilen und ich habe noch ganz viele verschiedene Edit-Buttons oder Edit-Möglichkeiten. Attack Release Tone zum Beispiel ist ein Filter, den ich setzen kann. Und so kann ich verschiedene Sounds aufnehmen. Ich kann noch mal ein paar dazu machen. Wenn ich beide Hände brauche, kann ich auch gedrückt halt nach oben wischen. Dann klatschen wir mal. Ja. Ein Gesabbel ist da natürlich jetzt immer mit drauf, aber auch das schneiden wir uns einmal zu. Ich kann das Ganze auch zum Beispiel rückwärts laufen lassen. Ja. Oder machen wir noch mal, ich habe einen Schlüsselbund hier. Können wir damit nochmal was aufnehmen? Das schneiden wir zu. Ups. Okay, funktioniert soweit. Taschentuchpackung. Gucken, ob wir daraus einen Bassdrum gebaut kriegen. Vielleicht ein bisschen die Höhen wegnehmen. Und so kann ich mir ein Instrument zusammenbauen, mit dem ich dann, dass ich dann hier live spielen kann. Erste Unterrichtsstunde wunderbar. Damit einfach die SchülerInnen losschicken, Sounds sammeln, bearbeiten, auf dem Schulhof, im Musikraum, im Klassenraum etc. Die können sich dann hier eigene Instrumente zusammenbauen und die kann ich dann auch im Sequence-Tab, also es gibt oben diese drei Tabs, Sample, da baue ich mir mein Instrument zusammen. Sie werden natürlich auch Samples mitgeliefert. So ein Bass, da kann man sich dann reinziehen oder so. Also es gibt auch mitgelieferte Samples, aber das selber suchen und zuschneiden und bauen ist natürlich der interessante Part. Und dann kann ich das Ganze auch noch sequenzen. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Sequenz aufnehmen. Ich kann Tempo einstellen. Und so weiter. Ich kann diese Sequenz bearbeiten. Ich kann also noch weitere Noten da reinmalen, wie ich das Ganze möchte und damit mir Songs zusammenbauen. Und wenn ich ein tonales Instrument habe, wie zum Beispiel diesen Bass hier, dann kann ich den auch spielen über dieses Grid. Ich kann das auch umstellen auf ein Keyboard, je nachdem, womit ich vertrauter bin, ich bin beim Grid und kann hier unten eine Skala einstellen. Das heißt, ich habe ganz viele Möglichkeiten, auch bestimmte Themen, die ich eh in meinem Unterricht behandle, anhand dieser App sehr schön machen. Also ich kann über Skalen reden. Muss ich aber nicht. Ich kann das auch erstmal auf Pentatonik voreingestellt lassen und die Schülerinnen experimentieren lassen. Ich kann das Ganze quantisiert automatisch immer auf 16. Ich kann da aber auch ein triolisches Takt. Ich kann ganz wilde Taktformate einstellen. Ich kann mit Swing arbeiten, also solche Konzepte daran dann erklären. Und ich lade. Ein kurzer Hinweis, falls jemand jetzt hier zu dem, was du gerade auch präsentierst oder zu den theoretischen Aspekten von vorher eine Frage hat, bitte gerne die Hand heben oder die Frage posten. Wir würden das dann jetzt einfach quasi fließend in eine Diskussion übergehen lassen, genau, wenn da Fragen sind. Sonst würde ich dich jetzt einfach weiter erklären lassen, wenn das Publikum quasi einfach jetzt neugierig ist, wie Koala funktioniert. Aber ich falls Fragen so gut da sind. Durch. Genau, wenn Fragen da sind, einfach jederzeit gerne einwerfen. Genau, das können wir jetzt fließen gehen lassen. Ich wollte nur einen letzten, ich habe jetzt mal ein Beispiel geladen von so einer Sequenz, die halt dann ein bisschen mehr gibt und dann den letzten Tab eben nur noch zeigen.
Da kann man das Ganze nämlich noch mit Effekten versehen, zum Beispiel einem Hall oder Filtern oder mit einem Delay und einer Talkbox. Und so kann ich meine Sachen mir zusammenbauen. Und wie gesagt, das war jetzt nur wirklich der ganz schnell. Es gibt diese App, die kann ganz viel und sie kann sehr direkt genutzt werden. Wie sie dann im Unterricht einzusetzen ist, das kann man sich dann in diesem Kurs zum Beispiel bei Open Music Academy dann hoffentlich bald angucken. Aber vielleicht hat das jetzt schon ein bisschen Lust drauf gemacht, sich mit dieser App auseinanderzusetzen. Und damit wäre mein Impuls auch durch. Und ich bin sehr gespannt auf Fragen, Rückfragen, Kommentare etc. Genau, nochmal der Hinweis, es sind, glaube ich, ein paar Leute noch später in den Raum gekommen. Wenn man die Frage nicht selber stellen will, gerne auch in den Chat posten und ich lese die dann vor, das ist auch okay. Bewusst, dass das jetzt ein sehr wilder Ritt durch einen theoretischen Hintergrund und eine ganz kleine Aussicht in einer praktischen Anwendung dessen sein kann. Aber ich glaube, beides, ich brauche beides, um daraus irgendwie ein Konzept zu machen und das anzuwenden. Genau. Vielleicht frage ich mal, dieser Koala-Sampler, den habt ihr entwickelt? Nee, Oder ist der schon, ja? Genau, den gibt es schon länger und das ist jetzt, soll natürlich keine Werbeveranstaltung für eine bestimmte Software sein. Also es gibt natürlich sehr viele Softwares, die genau dieses System auch haben. Ich habe also eine Pad-Matrix, auf die ich Sounds laden kann und damit spielen kann. Ich finde, Koala ist mit das Aufgeräumteste. Also es kann unheimlich viel, aber es ist gleichzeitig sehr aufgeräumt. Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genommen. Aber das ist eine kommerzielle App, die so zur Verfügung steht, zu der man auch schon sehr viele Ressourcen online finden kann. Die haben wir leider nicht selber entwickelt. Das wäre schön. Ich habe halt gerade nachgedacht, also in meinem Hirn ratterte natürlich gerade, okay, kann ich das mit GarageBand? Ja klar, kann ich auch, ne? Was ist jetzt der Vorteil von Koala-Sampler? Weil wir natürlich an den Schulen auch einfach zum Beispiel darüber nachdenken müssen, ob wir die Kapazitäten haben, das zu finanzieren oder ob wir das nehmen, was da ist. Deswegen hat mich das gerade interessiert, warum du diese App ausgewählt hast. Genau. Aber sie ist natürlich auch viel, viel zugänglicher, ne? Durch dies reduzierte. Ja. Sie ist gleichzeitig zugänglich und halt sehr komplex. Ich kann damit sehr komplexes Sample-Shopping machen. Sie bietet sich für eine bestimmte Art, eben diese Sample-basierte Arbeit. Und dafür bietet sie sich sehr stark an und ist zugänglich als zum Beispiel GarageBand. Aber natürlich kann ich vieles von dem Kram auch in GarageBand machen. Das ist dann natürlich, ich finde sie macht mir sehr viel Spaß einfach. Deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Und 3,99 plus das Add-on, das muss man finanzieren und man muss das auch irgendwie logistisch hinkriegen mit diesem Apple School Manager und so weiter. Die Probleme sind auch bekannt. Aber wenn man die Chance hat, sowas einmal zu finanzieren, dann, ich glaube, die lohnt sich wirklich. Also es gibt viele, die sich lohnt, aber die finde ich besonders. Also ich meine, es sind mittlerweile sogar 6 €, die haben das mal erhöht. Wenn man aber das Ganze wirklich über die Schule bezieht als Klassensatz, ab 20 Lizenzen kriegt, bezahlt man die Hälfte. Also ich will jetzt nicht auch zu viel Werbung machen, aber es gibt dann einen Edu-Rabatt, wenn man jetzt wirklich eine ganze Klasse versorgen will. Stimmt, ich glaube, ich hatte den Rabattpreis im Kopf gerade, ja. Mhm, ja. Noch andere Fragen? Na, ich sehe gerade im Chat, ja, wir haben genau. Im Chat eine Frage. Wäre die App für Handy und Tablet geeignet oder können Schülerinnen und Schüler auch selbst herunterladen zu Hause weiter nutzen? Die gibt es für sowohl Android als auch für iOS. Also ich habe sie auch auf dem iPhone. Funktioniert sehr gut. Auf dem kleinen Bildschirm kann man damit gut arbeiten. Es gibt sie auch für Desktop-Rechner. Da finde ich es immer schön, mit der Maus dann die zu bedienen. Also diese Pads eignet sich schon sehr gut für ein Touch-Display, würde ich sagen. Unter Android, je nach Gerät, kann es zu so Latenzproblemen kommen, dass wenn ich drücke auf den Knopf, es dauert halt einfach ein bisschen, bis der Klang wiedergegeben wird.
da sind die iOS-Geräte im tendenziell besser geeignet. Aber es gibt es für alle Plattformen, wenn ich das gerade richtig weiß. Also von daher könnten die das auch auf eigenen Geräten dann natürlich selber runterladen und nutzen. So, wir hätten auf jeden Fall noch Zeit für eine Frage. Ah, wunderbar, Josef. Genau, ich hoffe, man kann mich gut hören. Genau, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Mich würde interessieren, inwiefern du diese App auch eher so für Live-Performance empfehlen würdest, weil ich jetzt schon den Eindruck habe, dass es gerade so mit den Dingen, mit den Einstellungsmöglichkeiten eher so eine App ist, die man vielleicht eher für Produktion nutzt, die nicht unbedingt für diesen performativen Spielfluss, also dass man relativ schnell reagieren muss und so weiter, nutzbar sind. Also siehst du da Potenziale für, dass man das auch Live-Performance gut einbauen kann? Oder würdest du sagen, nee, es ist eher eine App, die man unabhängig jetzt von dieser Sequencer-Funktion besser eher zu diesem Producing-Bereich einsetzen würde? Also sie kommt eindeutig aus diesem Producing-Bereich. Das ist der Schwerpunkt dieser App, würde ich schon sagen. Ich kann aber sie wirklich, gerade auf dem iPad kann ich sie sehr intuitiv spielen, wenn ich mir das Instrument fertig zusammengebaut habe. Also die Schülerinnen sammeln ihre Klänge, alle haben ihr Instrument und damit kann ich auch gemeinsam spielen. Das funktioniert. Ich weiß auch, dass Leute auch die App zum Live-Looping einsetzen, tatsächlich. Wo man ein bisschen mit den Einstellungen und so weiter, weil sie nicht gezielt dafür gemacht ist, ein bisschen gucken muss, aber auch das funktioniert. Also, dass Leute Live-Sachen samplen, loopen und dazu bauen und so weiter. Also, auch das funktioniert in der App. Wäre für mich aber eher ein spezieller Einsatz dieser App. Aber es funktioniert. Also, ich glaube, dass das gerade, wenn die Schülerinnen dann vielleicht auch in Gruppen ihre Instrumente dann zusammengebaut haben, ihre Sounds gefunden haben, die dann auch gemeinsam live zu spielen, ist bestimmt auch spannend und interessant. Aber von ihrer Aufbau etc. neigt die doch eher zu dem, was ich vorhin dieses Recording-Paradigma nannte, glaube ich, eindeutig, ja. Gut, herzlichen Dank für die Frage und die Antwort. Dann würde ich das auch als Fazit erstmal nehmen und dir nochmal ganz herzlich danken, Arne, für den Impuls heute. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein kurzer Werbeblock. Es gibt in 2 Wochen den nächsten Lern-Digital-Impuls dann zum Thema Sport am 22. April. Und zwar wird Claudia Steinberg uns dort erklären, was beim Einsatz von Apps im Sportunterricht in dem Fall zu beachten ist. Ganz herzlichen Dank noch einmal an alle und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.